Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Mein Name ist Christel Ledermann und ich komme aus Buchloe im Ostallgäu. Ich werde Ihnen nun aus meinem Buch Die Abenteuer der Sonnenblume vorlesen. Doch zunächst einige Worte zu diesem Buch. Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil berichtet die Sonnenblume in einzelnen kurzen Geschichten über ihr Leben. Hierbei geht es um das Werden und Vergehen vom Samenkorn bis zur Ernte. In den unterschiedlichen empathischen Geschichten kann sich der Zuhörer manchmal selbst erkennen. Wichtige Begebenheiten aus der Natur werden erfahren. Im zweiten pädagogischen Teil finden sich viele Anregungen zum Vorlesen, sowie Vorschläge aus den Bereichen Natur, Zahlen und Mengen, Farben und Kreativität zum Vertiefen der Geschichte. Mit einer Meditation, einem Friedenslied und einem Rezept mit Sonnenblumenkernen endet das Buch. Und nun zu den Geschichten. Ein Sonnenblumenkern. Ich war einmal ein kleiner, schwarzer Sonnenblumenkern. Mit vielen anderen verschiedenen Samenkörnern lag ich im Keller der Gärtnerfamilie. Es war dunkel und kalt, doch wegen meiner harten Schale musste ich nicht frieren. Ich lag dort schon viele Wochen und draußen hatte der Schnee die Landschaft zugedeckt. Eines Tages kam der Gärtner zu uns in den Keller und sagte, jetzt ist endlich der lange Winter vorbei. Der Schnee ist geschmolzen. Der Frühling ist eingezogen und die Sonne hat schon viel Kraft. Nun ist es Zeit, den Garten zu bepflanzen. Er nahm viele Blumenkörner und Gemüsesamen mit hinaus. Und mich? Mich hat er einfach vergessen. Als ich hörte, dass der Winter vorbei war, wollte ich raus aus dem dunklen Keller. Ich wollte auch die warme Sonne spüren, mich entfalten und wachsen. Ich ärgerte mich, dass ich nicht mitgenommen wurde. Ganz allein und traurig lag ich nun da im dunklen Keller. Auf einmal hörte ich Schritte, die direkt auf mich zukamen. Es war der Gärtner. Er blieb vor mir stehen, nahm mich behutsam in seine Hände und sprach zu mir. Beinahe hätte ich dich vergessen. Du gehörst doch auch zu uns. Du wirst einmal eine große Sonnenblume werden. Und du bist ganz wichtig für meinen Garten. Vorsichtig wurde ich in die weiche Erde gelegt. Es dauerte nicht lange, da regte sich etwas in mir. Die harte Schale wurde mir zu eng, sodass sie platzte. Aus dem grünen Inneren wuchs ein zartes Pflänzchen, das es eilig hatte, das wärmende Sonnenlicht zu erblicken. Ganz feine Wurzeln wuchsen nach unten, die mir Halt gaben und mich mit Wasser versorgten. Ich wurde jeden Tag größer und größer. Bald überragte ich die anderen Blumen im Garten. Ich genoss die Sonne, den Regen und den Wind. Und plötzlich hörte ich auf zu wachsen. Und ganz oben bildete sich ein fester grüner Knoten. Sollte etwa dieser Knoten meine Blüte werden? Ja, genau so war es. Ganz langsam entfaltete er sich und es entstand eine wunderschöne gelbe Blüte. Oh, war ich stolz. Ich konnte noch lange nicht begreifen, was aus meinem kleinen schwarzen Kern entstanden war. Ich freute mich schon auf einen langen, erlebnisreichen Sommer. Und meine Erlebnisse habe ich aufgeschrieben, damit du sie nachlesen kannst. Die Sonnenblume als Retterin. Eines Morgens wurde ich wach, weil ich ein leises Stöhnen hörte. Ich sah, dass sich ganz langsam und mühsam eine Ameise an meinem Stängel hochbellte. Sie hatte ein verletztes Beinchen, das sie hinter sich herzog.
Bestimmt hatte sie große Schmerzen. Ich sagte zu ihr, ja, was ist denn mit dir passiert? Dein Beinchen schaut ja schlimm aus. Vor lauter Anstrengung und Schmerzen konnte die Ameise gar nicht sprechen. Ich sprach weiter. Komm erst mal hoch zu meiner Blüte und ruh dich ein wenig aus. Dann kannst du mir erzählen, was los ist. Nach einer ganzen Weile gelang es ihr, zu meiner Blüte zu krabbeln. Nachdem sie sich ausgeruht hatte, fing sie an zu berichten. Ich wollte gerade zu meinen Freunden und Geschwistern heimgehen. Da sah ich über mir einen großen Schatten. Es war ein Menschenfuß. Ich wollte schnell auf die Seite krabbeln, doch ich schaffte es leider nicht mehr ganz. Der Fuß erwischte mich am Bein und verletzte es. Und damit nicht noch mehr geschieht, rettete ich mich schnell zu dir, liebe Sonnenblume. Das war wirklich eine traurige Geschichte. Ich wollte der Ameise gerne helfen, aber nur wie? Plötzlich spürte ich ein großes Kribbeln und Krabbeln an meinem Stängel. Auf einmal kletterten ganz viele Ameisen an mir hoch, um ihren verletzten Freund zu holen. Ganz vorsichtig trugen sie ihn heim und pflegten ihn gesund. Die Sonnenblume in großer Not. Endlich waren die Ferien da. Peter und Julia freuten sich dieses Jahr ganz besonders, denn sie wollten nach Italien ans Meer fahren. Am Abreisetag sagte die Mutter zu Felix, dem Nachbarsjungen, kannst du bitte unsere Sonnenblume gießen, wenn wir nicht da sind? Sie blüht gerade so schön und braucht viel Wasser. Felix antwortete, ist doch klar, dass ich das mache. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich die schöne Sonnenblume anschauen kann. Die Gärtnerfamilie setzte sich beruhigt ins Auto und brauste los. Jeden Tag kam Felix, um mich zu gießen, denn ich hatte immer großen Durst. Doch eines Tages geschah etwas sehr Schreckliches. An einem Tag hatte Felix es besonders eilig, zu mir zu kommen. Denn er wollte mit ein paar Freunden eine Fahrradtour machen. Ganz schnell, eigentlich zu schnell, rannte er los und da passierte es. Er stolperte, fiel hin und blieb erstmal am Boden liegen. Kurz darauf setzte er sich auf und schrie fürchterlich. Einige Leute kamen aus ihren Häusern gelaufen, um nachzusehen, was passiert war. Sie wollten Felix helfen, doch er konnte nicht mehr stehen. Ein Krankenwagen wurde gerufen und der Junge kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Und um mich, die Sonnenblume, kümmerte sich keiner mehr. Die Tage waren heiß und mein Durst war groß. Täglich wurde es unerträglicher, denn niemand kam, um mich zu gießen. Ich hatte fast keine Kraft mehr und meine Blätter hingen müde herunter. Vor lauter Sorgen bemerkte ich gar nicht, wie am Himmel dunkle Wolken heraufzogen. Ich horchte erst auf, als es zu donnern begann. Ein Gewitter mit heftigem Platzregen zog auf. Das war meine Rettung. Gierig trank ich das viele Regenwasser, das auf mich herunterprasselte. Ich bekam langsam meine ganze Kraft zurück und mir ging es wieder gut. Gott sei Dank kam am nächsten Tag die Gärtnersfamilie zurück. Darüber war ich sehr froh. Denn von ihnen wurde ich wieder sehr gut versorgt. Die Sonnenblume und der Räuber. Es war ziemlich spät am Abend. Die Sonne war schon untergegangen und der Mond leuchtete schwach. Die Sterne funkelten am dunklen Himmel. Alles um mich herum war friedlich und still. Ich war müde und wollte nach einem langen und schönen Tag schlafen. Doch da, auf einmal hörte ich einen Laut. Im Gebüsch rasselte etwas.
Ich schaute vorsichtig in die Richtung, aus der das Rascheln kam. Da sah ich in der Dunkelheit einen Mann. Er schlich ganz leise in geduckter Haltung auf das Haus zu, in dem die Familie des Gärtners wohnte. Über seiner Schulter hing ein großer Sack und in der Hand hielt er eine Taschenlampe. Sie leuchtete ihm den Weg. Das ist bestimmt ein Räuber, schoss es mir durch den Kopf. Was sollte ich nun tun? Fieberhaft überlegte ich. Ich musste handeln, bevor er in das Haus eindrang. Nein, das durfte mir nicht passieren. Kam mir eine rettende Idee. Ich wollte dem Räuber einen gewaltigen Schrecken einjagen. Ich wusste, dass meine gelbe Farbe am Tag sehr kräftig leuchtete. Dadurch sah ich aus wie die strahlende Sonne. Nun wollte ich versuchen, auch in der Nacht zu leuchten und zu strahlen. Ich gab mir alle Mühe, meine Blütenblätter zum Leuchten zu bringen. Es war sehr anstrengend. Doch ich gab nicht auf. Der Räuber hatte nun schon fast das Haus erreicht. Und da begannen meine Blätter zu leuchten. Zuerst nur ganz wach und leicht. Und dann wurden sie immer heller und leuchtender, bis sie aussahen wie die strahlend leuchtende Sonne. Der Räuber erschrak fürchterlich, denn er dachte, ein Scheinwerfer sei auf ihn gerichtet. Fluchtartig rannte er durch den Garten. Er warf seinen Sack und die Taschenlampe weg, um schneller laufen zu können, sprang über den Zaun und zerriss sich dabei sogar noch seine Hose. Ich war so stolz auf mich, dass ich den Räuber verjagt hatte und konnte nun zufrieden einschlafen. Und so gibt es noch viele weitere Geschichten mit den Erlebnissen der Sonnenblume in diesem Buch. Doch leider geht auch dieser Sommer mal vorbei. Und das bemerkte auch die Sonnenblume in der letzten Geschichte. Viele Sonnenblumenkerne. Der Sommer war nun schon fast vorbei und langsam wurde es Herbst. Die Tage wurden kürzer und die Nächte länger. Ich wurde jeden Tag ein wenig müder und kraftloser. Die strahlend gelben Blätter verloren ihre leuchtende Farbe. Darüber war ich ein wenig traurig. Doch in meinem Blüteninneren war etwas Sonderbares. Dort wuchsen ganz viele schwarze, harte Kerne. Ich erinnerte mich, dass ich auch einmal so ein Kern war. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit so vielen Kernen anfangen sollte. Da kamen Julia und Peter zu Hilfe. Sie holten alle Kerne aus meinem verblühten Inneren heraus. Einige schälten sie, um sie gleich zu essen oder damit Semmeln mit Sonnenblumenkernen zu backen. Andere hoben sie auf, um damit im Winter die hungrigen Vögel zu füttern. Und einen Kern trugen sie in den Keller, um ihn im nächsten Frühjahr wieder einzupflanzen. Dann sagten sie zu mir, du musst nicht traurig sein. Im nächsten Jahr darfst du neu wachsen und wieder viel erleben. Und nun ruhte abermals, wie in einem Winterschlaf, ein kleiner Sonnenblumenkern im dunklen, kalten Keller und wartete auf den Frühling und die warme Sonne. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer